Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Haben wir jetzt diesen Fluch besiegt hier, den Amiri angeblich ausgelöst hat? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall mit dem Häuptling jetzt mal sprechen, beziehungsweise hier nochmal den Rest des kleinen Lagers hier begutachten. Hier braten sie einen großen Hirsch direkt über dem Feuer. So bestehlen wollen wir sie mal nicht. Aber dann gucken wir mal, was sie zu sagen haben. Wer ist das? Ist das der Häuptling? Oder ist das irgendjemand? Wir sprechen mit Nilak. Das war's, wir sind fertig mit eurem bösen Geist. Wir haben ihn in Stücke geschnitten und sie im Wind verstreut. Du hast nicht einmal versucht, mit ihm zu sprechen? Amiri, wir haben schon oft gegen ihn gekämpft und ihn getötet, sehr oft. Es hat keinen Sinn. Er kommt immer wieder zurück. Ach, Amiri, warum schlägst du immer zuerst zu und denkst dann erst nach? Okay, aber diesmal waren wir ein bisschen mit Schuld, glaube ich. Wir haben ja auch zugeschlagen, beziehungsweise es gab gar keine andere Möglichkeit. Was hätte ich denn tun sollen? Mich für ihn auf den Boden legen? Mich von ihm auffressen lassen? Hatte der Geist versucht, uns etwas zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich konnte mich jetzt nicht erinnern. Wir schweigen mal. Nilak schüttelt enttäuscht den Kopf. Amiri, ich hatte so sehr gehofft, dass alles gut sein würde, wenn wir dich finden. Was sollen wir jetzt tun? Gefällt dir irgendetwas nicht? Na los, red lauter, ich höre nichts, brüllt Amiri mit unerwartetem Zorn. Nilak antwortet mit demselben Zorn. Ich sage dir, was mir nicht gefällt. Du hast mich verlassen. Dank dir habe ich erkannt, dass eine Frau etwas Größeres tun kann, als nur Felle zu kratzen und Eintopf zu kochen. Ich hatte gehofft, du würdest Häuptling werden und ich deine Ratgeberin und gemeinsam würden wir diesen Stamm verändern. Stattdessen bist du einfach verschwunden und hast dich noch nicht einmal verabschiedet. Mir blieb nichts anderes übrig, als Akayas Ratgeberin zu werden. Wer hat diesen Stamm wohl durch ganz Numeria geführt? Was glaubst du? Wer hat mit den anderen Stämmen verhandelt? Und wer hat die ganze Zeit in der Frauenhütte gewohnt und dem Häuptling das Essen serviert? Und jetzt, wo wir dich gefunden haben, da ruinierst du alles. Jetzt ist der Häuptling wütend. Er wird gewiss etwas Dummes tun und ich kann ihn nicht davon abhalten. Unsere Stammesmitglieder werden sterben, Amiri, und alles nur wegen deiner juckenden Fäuste. Ich werde mich da nicht einmischen, wir schweigen weiter. Glückwunsch, Amiri, jetzt bist du genau wie ein echter Mann von den 6 Bären. Du denkst nur an dich selbst. Du setzt deine Fäuste ein, auch wenn es unnötig ist, und dann lässt du die Frauen hinter dir aufräumen. So redest du also jetzt, ja? Soll ich dir sagen, warum ich diesem alten Pilz das Gesicht eingeschlagen habe und warum ich geflohen bin? Ich sage es dir, hör gut zu, du wolltest es nicht anders. Die Kriegsgruppe, mit der ich losgezogen bin. Denkst du, wir sind ausgezogen, um gegen die Riesen zu kämpfen? Das dachte ich auch. Ich war so glücklich. Ich war ein Narr. Wir sind nicht ausgezogen, um Riesen zu töten, Nilak. Wir sind ausgezogen, um mich zu töten. Sie dachten, die Riesen würden mich auffressen und sie müssten sich nicht ihre Hände schmutzig machen. Aber ich bin zurückgekommen, lebendig, und mit diesem Schwert. Ich dachte, niemand würde es mir wagen zu sagen, dass Amiri keine echte Kriegerin ist. Aber sie haben mir nur ins Gesicht gelacht und gesagt, wenn die Riesen mich nicht getötet haben, würde es der Frost erledigen. Dann haben sie mich in der Wildnis zurückgelassen, ohne Essen und ohne Zelt. Und als ich begriffen habe, warum, als ich erkannt habe, wozu diese ganze Jagd diente, da spürte ich zum ersten Mal in meinem Leben echten Zorn. Ja, Nilak, wende dich jetzt nicht ab. Sieh mir in die Augen. Ich habe sie alle getötet. Mit diesem Schwert. Ich bin keine Diebin, Nilak. Ich bin etwas viel Schlimmeres. Ich bin eine Verwandtschaftsmörderin. Und weißt du was? Es ist mir egal. Sie haben es verdient. Unser ganzer verdammter Stamm kann in den Drachenschlund gehen. Und ich auch? Was? Verdiene ich es zu sterben? Soll ich auch in den Drachenschlund gehen? Nein, du, das habe ich nicht gemeint. Du bist nicht wie sie. Ich gehöre zu diesem Stamm, Amiri. Wenn du mir nicht helfen willst, ihn zu retten, dann geh. Ich komme auch ohne dich klar. Ich bitte die Tigerherren um Hilfe. Okay, das ist ein anderer Stamm. Amiri spuckt auf den Boden, packt deine Hand mit eisernem Griff und zieht dich ohne ein weiteres Wort fort.
Okay. Gut, das kam jetzt sehr überraschend. Das heißt, Amiri ist wirklich nicht bereit, hier irgendwie weiter zu helfen. Aber ich glaube, das könnte jetzt noch nicht das letzte Kapitel hier gewesen sein. Was schreibt dann Lindsay dazu? Nun wissen wir endlich, warum Amiri nicht gerne über ihre Vergangenheit spricht. Ihr Stamm hat versucht, sie loszuwerden und ist stattdessen durch ihre Hand gefallen. Doch was verbindet sie mit dem Geist, der ihren Stamm heimsucht? Und warum nennt er sie eine Diebin? Was um alles in der Welt kann er von ihr wollen? Zumindest eine Weile müssen diese Mysterien noch unergründet bleiben. Nach einer erfolglosen, um nicht zu sagen katastrophalen Wiedervereinigung, ist der Sechsbärenstamm nach Numeria zurückgekehrt. Ich hege allerdings keine Zweifel, dass wir wieder von ihm hören werden und von diesem rätselhaften Geist. Denn wenn wir das nicht tun, sterbe ich vor Neugier. Okay, gut. Das heißt, diese Geschichte scheint erst einmal nicht zu einem Ende zu kommen. Das wird sich hoffentlich noch ergeben. Wo wir hier in dieser Gegend sind, werden wir hier noch ein bisschen ein paar Wege erkunden und dann uns auf die Rückreise machen. Da haben wir noch was, aber das ist, glaube ich, außerhalb unseres Gebietes, genau. Eine sonnige Lichtung, wie schön. Ich überlege, ob ich tatsächlich mal noch weiter in den Norden den Fluss entlang reise. Aha, Eiche, die gewandert ist. Diese einsame Eiche im Herz eines Kiefernhains. Kieferhains wirkt wie ein wandernder Reisender in einem fremden Land. Interessant. Die schauen wir uns natürlich dann nochmal an, wo wir gerade hier sind. Ja, betreten. So, jetzt möchte ich aber hier nicht meinen Standard hier vergessen. Okay. Aha, wen haben wir hier? Wieder Dryaden, ach wie ich sie hasse. Die bereiten immer nur Probleme. Na gut. Auf sie. Beziehungsweise es gibt bestimmt noch weitere. Ist das nur eine? Ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen. Kommt von hinten mal wieder welche? Nein. Okay. Sie ist gefallen. Hatte nicht viel bei sich. Eine wahnsinnige Dryade war es auch. Hier haben wir noch einen Baumstamm, den wir untersuchen können. Okay, eine interessante Sichel. Sichel plus 1. Wie groß ist denn das Gebiet? Nicht allzu groß. Eiche, die gewandert ist. Die Eiche sehe ich aber noch nicht. Kommen wir noch zu dieser? Hier zumindest nicht. Vielleicht ist das ein Ort, der später noch eine Rolle spielt. Okay, ich habe jetzt irgendwie ein komisches Gefühl. Aber warte mal, das ist definitiv, das ist die Eiche, alles klar. Aber die Eiche erfüllt zumindest für uns keine Funktion. Also, na gut. Dann scheint hier nicht mehr zu sein. Wobei, warte mal, da oben. Können wir da noch hingehen? Das habe ich irgendwie nicht gut abgesucht. Ja, tatsächlich, da ist noch was. Entladener Zauberinnenstab aus Resthoff. Ist damit eine Geschichte verbunden? Wir werden es sehen. Das können wir auf jeden Fall unserem Archivar, unserem Geschichtenerzähler mal geben. Gut. Dann
war es das. Wir machen uns auf dem Rückweg. Zu Recht wurde angemerkt, dass ich jetzt natürlich noch mit den beiden Schwestern, den Kinetikerinnen, dass ich mit denen natürlich auch noch ein Gespräch führen kann. Das werden wir vielleicht tun. Und eine andere Sache noch. Wir sollten nach der Geschichte mit dem Ork, mit dem Schmied, wo da Aussage gegen Aussage stand, da habt ihr absolut recht. Wir sollten unbedingt nochmal in den Ort zurückkehren und gucken, kann man den vielleicht jetzt nochmal damit konfrontieren oder was ist da jetzt geschehen? Ist der jetzt noch da oder nicht? Bis dahin können wir noch auch diese eine Ressource, die ich gerade hier noch sehe, die noch nicht uns gehört, auch nochmal uns holen. Ja, ich denke, das machen wir mal. Reisen wir erstmal dorthin. So, bis dort werdet ihr noch kommen, bestimmt. So, auch wenn es nur plus 1 ist, wir beanspruchen das. So, und dann rasten wir, denke ich. Wobei wir jetzt auf keinen Fall diese wertvolle Nahrung hier kochen werden, sondern irgendwas Banales, wovon wir viel haben. Aber wir haben eigentlich von allem immer ein bisschen. Ah, das, schaut mal, der Juwelenreis, den können wir, glaube ich, standardmäßig kochen. Sehr gut. Okay, wir waren auf dem Weg hier nach Wayland's Lust. Im Königreich ist was passiert. Ein neues Ereignis, Poltergeist im Tempel. Im örtlichen Tempel ist ein Poltergeist erschienen, der die Gegend in Angst und Schrecken versetzt. Er soll angeblich eine fehlgeleitete Seele sein, die Rache für ein begangenes Unrecht sucht. Rott ist zwar hier nicht der Stärkste mit plus 7. Oh, verdammt, das ist auch ziemlich schwer für ihn. Aber was soll's? Er muss es probieren. Und weiter geht's. So, und da steht er tatsächlich noch. Das finde ich interessant. Er ist also noch da. Jetzt bin ich mal gespannt. Varask. Er reagiert überhaupt nicht darauf. Und wir können ihn auch nicht ansprechen auf diese Geschichte. Auf jeden Fall ist er noch da und er ist auch noch nicht erwischt worden von der Inquisitorin. Wir hatten ja nicht genau Auskunft gegeben. Ich bin gespannt, ob diese Geschichte doch noch irgendwie weitergeführt wird. Wobei es jetzt ein bisschen schade ist, dass man ihn nicht darauf ansprechen kann. So, dann würde ich sagen, ab nach Funkelwacht. Und dann würde ich eigentlich gerne, wie gesagt, mit den beiden Schwestern nochmal sprechen. Deswegen gehen wir mal zum Hauptplatz. So, und Kalikes und Kaneras Haus ist das hier ja gewesen. Die haben ja hier tatsächlich ein eigenes Haus, während alle anderen armen Helden hier immer auf der Straße rumstehen müssen. So, da haben wir die drei Freunde. Aber wo ist Kalicke oder Kanera? Wir sprechen mal kurz mit denen. Ich fasse es nicht. Seht, wer da kommt, wenn das nicht der Baron ist. Ich dachte, der Adel lungert nicht in den Häusern seiner Untertanen herum. Elgi schlägt dem jungen Tiefling auf den Kopf. Verzeiht ihm, Euer Gnaden. Er hat nur ein großes Mundwerk. Wenn er jemanden besucht, kommt seine Zunge zuerst durch die Tür und redet schon ein paar Minuten Unsinn, bis der Rest von seinem Kopf ankommt. Die beiden versuchen zu sagen, dass euer Besuch eine große Ehre für uns ist. Wie können wir euch helfen? Sagt nicht, dass wir das nicht können. Wir können viele Dinge erledigen. Stellt uns auf die Probe.
Erzählt mir etwas über euch. Jederzeit. Ja, wenn auch sonst nichts, aber Geschichten haben wir immer viele. Fragt, dann sagen wir euch, was ihr wollt. Woher kennt ihr Kalike? Unsere Älteste? Sie ist die Beste. Nayo springt auf und ab und wedelt mit den Händen. Ja, wir kennen sie schon seit vielen Jahren. Erst wussten wir aber nicht, dass sie ein Tiefling ist wie wir. Einmal haben wir verschiedene Süßigkeiten zubereitet und wollten sie verkaufen. Wir saßen auf der Straße, auf dem Markt kostet es Gebühren. Und dann kamen sie, Jungen und Mädchen in wunderschönen Kleidern, offensichtlich reich oder adlig. Und bei ihnen ein Kind der Funken. Wunderschön. Elki seufzt verträumt. Sie wollte uns etwas abkaufen, aber ihre Freunde haben nur verächtlich gelacht und sie weggezogen. Und das war Kalike. Sie hat nur so getan, als wäre sie eine Asimar mit einer Illusion. Und Elki hat sich sofort verliebt. Hey, was guckst du denn so? Ist doch wahr. Tja, sie ist später zu uns zurückgekommen, hat unsere Süßigkeiten gekauft und uns fortan im Auge behalten. Seitdem nennt sie uns Schleckermäuler. Ach, unsere Älteste. Ohne sie wären wir verloren. Sagt uns, warum ihr Kadira verlassen habt. Das liegt alles nur am Kult der Dämmerblume, diesen Leuten, die Saranra wegen des Krummsäbels verehren, den sie in der Hand hält, nicht wegen ihrer Güte und Gnade. Sie sehen jeden Tiefling an wie ein Jagdhund seine Beute. Ihr wisst schon, wir können in dich hineinsehen, du wartest nur darauf, etwas Böses zu tun. Also haben wir uns, naja, heimlich mit anderen Tieflingen und Djinn-Abkömmlingen getroffen, um zu besprechen, warum das Leben in Kadira nicht gut für uns ist und wie wir etwas ändern könnten. Und dann haben sie beschlossen, dass wir Verschwörer sind. Unsere Älteste wird euch das nicht sagen, sie ist zu bescheiden, aber sie hat uns vor diesem Angriff gerettet. Sie ist zu uns gerannt und hat die Soldaten des Kults zurückgeschlagen, damit wir fliehen konnten. Die Kräfte der Natur haben ihr große Macht gegeben. Ich weiß nicht, was ohne sie geschehen wäre. Vielleicht wären wir einfach verbannt worden, aber das glaube ich nicht. In welchem Verhältnis steht ihr zueinander? Verwandte? Freunde? Das stimmt. Hey, wer seid ihr? Euer Gnaden, ich gebe euch mein Wort. Ich sehe diese beiden Tölpel das erste Mal in meinem Leben. Das sind sicher irgendwelche Betrüger. Was für eine Unverfrorenheit, folgt uns unaufhörlich und wagt es dann zu fragen, wer wir sind und stiehlt uns übrigens auch noch nachts unser ganzes Fladenbrot aus dem Beutel. Wie ist das Leben hier für euch? Hier ist alles so seltsam. Der Boden ist kalt, die Bäume sind so grün, dass es schmerzt, sie anzusehen, und sogar der Himmel ist merkwürdig, als wären wir in einer anderen Welt. Wir finden jeden Tag etwas Neues, das ist großartig. Es ist nur schade, dass es immer so kalt ist. Andererseits ändert es sich ständig. Schnee, Regen, Wirbelwinde, Stürme und Blitze und danach ein Regenbogen. Das ist wunderschön. Und die Leute hier in Kadira sind alle Gesichter entweder unterwürfig oder hochmütig. Alle suchen jemanden, vor dem sie buckeln oder auf den sie hinabblicken können. Hier ist es völlig anders. Jeder ist sein eigener Herr, sogar die Banditen auf der großen Straße. Klar, sie nehmen einem die Stiefel weg, aber mit Respekt von einem freien Bürger zum anderen. Okay, sie genießen die Freiheit. Wie habt ihr von der Scheibe der Verfinsterung erfahren? Oh, die Geschichte ist richtig gut. Wir wanderten nachts bei völliger Dunkelheit durch eine leere, mondbeschienene Einöde. Und dann haben wir uns verirrt und sind in ein unheimliches Dickicht gestolpert. Aber dann haben wir ein Licht gesehen, ein Hexenhaus. Kaum waren wir drin, hat sie gesagt, wir sind Dummköpfe, die nicht mal auf ihre eigenen Zungen aufpassen könnten, und hat uns rausgeworfen. Die Scheibe der Verfinsterung, von der haben wir nur durch Zufall erfahren. Ein Händler hat uns auf der Straße angesprochen und uns eine alte Chronik gegeben, in der wir davon gelesen haben. Wir haben die Chronik versehentlich als Zunder verwendet, uns aber alles, was wir gelesen hatten, gut gemerkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube kein Wort von dem, was sie da erzählt haben. So, danke für den Besuch. Wenn ihr etwas braucht, pfeift einfach. Ja, aber eigentlich wollte ich noch mit eurer Ältesten sprechen. Wir gehen mal hoch, ob die da ist. Tatsächlich, da ist Kalike. Das Tiefling-Mädchen begrüßt dich freundlich, wirkt aber ein wenig abgelenkt. Es freut mich, euch an meinem Feuer zu sehen. Sie beißt sich auf die Lippe und fügt flüsternd hinzu. Habt ihr die Schleckermäuler gesehen? Ich kriege sie einfach nicht aus dem Haus und habe solche Angst, dass sie etwas vermuten und unser Geheimnis entdecken.
Ach Gott, die wissen das gar nicht. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Das von Kanera und mir. Ich wünschte, ich könnte sie irgendwie außerhalb der Stadt beschäftigen. Aber egal, willkommen. Ach doch, das hatte sie uns, glaube ich, erzählt, dass sie das nicht wissen. Naja. Gut. Okay, hier gibt es ja einiges zu besprechen. Wir werden einfach mal mit der ersten Frage schon mal starten. Ich würde euch gerne einige Fragen zu eurer Vergangenheit stellen. Fragt mich, was ihr wollt. Wir verdanken euch viel und euch gegenüber offen zu sein, ist das Mindeste, was ich tun kann, um mich zu revanchieren. Ach, wisst ihr was? Nein, das machen wir doch beim nächsten Mal. Wir werden das nächste Mal auf jeden Fall hier beginnen mit einem längeren Gespräch mit Kalicke. Mal gucken. Hier gibt es ja wohl einiges zu besprechen. Also, bis dann. Wir müssen gehen. Und das nächste Mal sprechen wir dann mit ihr. Oh, verdammt. Es gab irgendeine Quest, die damit zusammenhängt. Aus irgendeinem Grund will Cassie ihre Freundin, die Schleckermäuler, nicht sehen. Sie hat den Baron deshalb gebeten, sie mit verschiedenen Botengängen fern der Hauptstadt zu betrauen. Okay, gut. Das habe ich jetzt leider weggeklickt oder nicht mitbekommen. Dennoch, wir werden mit Kalicke sprechen. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.